Sie schauen TV, das sind die News. Der Absturz der Stauberenbahn vorgestern hätte schlimme Folgen haben. Zum Glück war sie leer und niemand verletzt worden. Die grosse Frage aber jetzt, wie hätte das überhaupt passieren können? Während die Staatsanwaltschaft in alle Richtungen ermittelt, geht der Hersteller der neuen Bahn von einer plötzlichen Windböe aus, die die Gondel ausgehebelt hat. Tobias Lehnherr. 8 Passagiere schrammen vorgestern nur knapp an einer Katastrophe vorbei. Zum Glück ist es die andere Leergondel, die aus dem Seil springt und 12 Meter in die Tiefe kracht. Der Betreiber der Bergbahn, Daniel Lüchinger, steht zu dem Zeitpunkt gerade am Kommandopult bei der Bergstation, wo er plötzlich merkt, dass etwas nicht mehr stimmt. Das ist relativ schnell gegangen, weil man das auch gehört, der Bremsvorgang ist nicht leislig in der Bergstation. Und dann habe ich natürlich sofort umgeschaut und habe gesehen, dass die Kabine nicht mehr am rechten Ort ist. Du kommst den Zitter in den Beinen über. Ja, das ist ein furchtbarer Moment, wo dann ist. Oder? Und dann muss man schauen, dass man wirklich sachlich bleibt und alles auch so macht, dass das schnell geht. Die 8 Passagiere in der anderen Gondel werden evakuiert und kommen mit dem Schrecken davon. Der Bahnbetrieb ist bis auf Weiteres eingestellt. Unter Hochdruck ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft nach der Unfallursache. In Frage kommt entweder höhere Gewalt, sprich der Wind, menschliches Versagen oder ein technischer Defekt. Ja, bei technischen Abklärungen geht es hauptsächlich darum, dass man jetzt mal schaut, wie ist das Ganze konstruiert gewesen, also beziehungsweise ist die Konstruktion richtig, ist das Material das Richtige, gibt es irgendwie allenfalls einen Materialdefekt, der unvorhergesehbar war, etc. Also wir sind da relativ ergebnisoffen und das geht jetzt auch ein Moment, bis man die ganzen technischen Abklärungen getroffen hat, also mit einem Ergebnis diesbezüglich ist in mehreren Wochen zu rechnen. Der Hersteller der betroffenen Kabine ist Bartole Seilbahnen zu Flums. So einen Unfall hat es laut dem Geschäftsführer Roland Bartole in der Firmengeschichte noch nie gegeben. Sofort analysiert er die Messwerte beim betroffenen Masten und die vom Göndeli selber. Er kommt zum Schluss, dass eine unerwartete Windböe die Kabine von unten her erfasst haben muss. Wir haben einfach festgestellt, dass die Windgeschwindigkeiten sehr stark gewechselt haben. Also die Windrichtung hat stark gewechselt. Die Windgeschwindigkeiten sind im Toleranzfeld auf und abgegangen. Und das ist natürlich heute ein Indikator, dass es sicher auch Böen gehabt hat, die nicht nur horizontal zur Bahnachse sind. Die gemessenen Windgeschwindigkeiten haben den Toleranzwert nicht überschritten. Allerdings werden die Windböen nicht davon erfasst. Soll aber tatsächlich der Wind die Gondel ausgehebelt haben, wird sich die Firma überlegen, ob der Toleranzwert angepasst werden muss. Trotz dem Vorfall, wo ein Betreiber Daniel Lüchinger tief in die Knöchel gefahren ist, das Vertrauen in seine Bahn hat er nicht verloren. Die Kabine selber, der hat es nicht einmal so viel gemacht. Die Bahn ist 100% sicher. Also ich würde jetzt so fahren, aber ich will auch den Betrieb auch nicht fahren, solange ich nicht weiss, was überhaupt passiert ist. Und ich behaupte halt, es ist einwandfrei. Weil manchmal gibt es vielleicht Situationen, wo man gerne nicht rechnen kann. Man muss jetzt das schauen. Wenn wir vergleichen nimmt, wir fahren ja schon 40 Jahre und wir sind schon mit viel mehr Luft gefahren. Die Bahn, die eigentlich noch bis im Januar gelaufen wäre, ist mindestens bis im Frühling eingestellt.